Was geht ab, Leute? Heute sind wir im Bundeskriminalamt in Wiesbaden mit Herr Stefan. Wir würden uns heute halt gucken, wie das ist und was haben die und was für unterschiedliche Sachen gibt im Studio von BPKA. Wir haben hier einen Aufbau, hier werden Tabletten fotografiert. Jetzt haben wir eine Kopfschmerztablette. Normalerweise werden hier so Ecstasy-Tablette fotografiert. Wir haben hier eine Kamera mit Makroobjektiv. Es hat 60 mm. Und ich würde jetzt mal einfach ein Foto machen, damit wir sehen, wie das so ist. Aber als erstes muss ich es scharf stellen, damit wir ein gutes Bild bekommen. Das Bild, man kann sehr gut die Struktur erkennen. Es ist gut beleuchtet, da wir auch dieses Blatt da haben, damit das Licht reflektiert wird. Welches Blatt kannst du nochmal zeigen? Also das hier genau, damit okay. Das gut reflektiert wird auf die Tablette. Mhm. Man kann auch in den Live-Modus gehen, da kann man auch so filmen, wie man hier sehen kann. Was dann so passiert, ich zeige es mal kurz. Man kann es bewegen, hinstellen, wie man es haben möchte. Für was braucht man sowas eigentlich? Für Gericht, wenn zum Beispiel irgendwelche, wie gesagt, Drogen, Ecstasy und sowas, das muss fotografiert werden und das ist sehr wichtig, dass es Beweise dafür gibt. Ich bin hier bei einer Abteilung, so hier wird nach Fingerspuren gesucht, um herauszufinden, von wem also die Fingerspuren dazugehören, damit man zuweisen kann, von wem das ist. Ja. Hier haben wir von Amer hinter der Kamera so einen Tesafilm, seinen Fingerabdruck gemacht, damit genau. Wir auf dem Bildschirm sehen können. Das ist mein Fingerabdruck. Genau, und hier haben wir auch einen Maßstab, damit man erkennen kann, wie groß das ist, weil es ist sehr wichtig, dass man die Größe von den Fingerspuren, also die richtige Größe davon hat. Davon haben wir auch ein Bild gemacht und das Bild ist hier auf dem Bildschirm zu sehen.